Good evening, this is 93.5 FM and it's Radio Inferno again. I'm John Peel, your favourite DJ and guide to all of these nights and noises. It's Good Friday in the year 1300 in the Middle Ages, and we've got something special coming along for you out there. The sun's not yet up, so tonight's programme will be broadcast to you straight out of hell. Il megafono tutto inferno. Lautsprecher spucken Hölle in die guten Stuben. It's vulgar to enjoy that kind of thing. You believe the dead are returning to life and attacking the living. I'm not so sure what to believe. Lange genug vor dem Tod euch das Jenseits gemacht, wenn es schon nachher keines gibt. Lange genug der Führer durchs Museum der Moral. Lange genug eure Höllenmaschine. Lange genug mit dem Mund die Lust und den Rausch und die billige Entrüstung ausgeteilt auf dem verlotterten Misthaufen eurer Fantasien. It's vulgar to enjoy that kind of thing! You have not listened! Every dead body that is not exterminated becomes one of them. It gets up and kills. Plötzlicher Ekel in den Sofas Europas. Vor uns das Bier und die Gespenster unserer Seelen. Aus den Radioapparaten dämmert ein letzter Krieg. Ich sage euch, die Hölle wird auferstehen. Es wird kommen der Aufstand der Verdammten. Und wisst, die Revolution zählt ihre Toten nicht. It's vulgar to enjoy that kind of thing. The bodies of the dead will be delivered over to specially equipped squads of the National Guard. They killed for one reason. They killed for food. They eat their victims. You understand that? And that's what keeps them going. Nach dem Aufstand. Am Boden, knietief, spitze Transistoren, geschmolzene Schaltkreise, in Fetzen zerrissene Lautsprecher, Splitter von Videoschirmen. In den bleiernen Helmen der Höllenwärter schwimmen geöffnete Schädel, voll nicht mehr denkender Hirne, von blinden Würmern durchpflügt. Euer zerfressenes Hirn als Bordell, ein Bildungserlebnis für Würmer. It's vulgar to enjoy that kind of thing. Every dead body that is not exterminated becomes one of them. It gets up and kills. The people it kills get up. Die Axt in eurem Schädel. Die Gespenster, die euch gemacht. Über euch wie ein Himmel ein Meer von Frequenzen. Es bebt die Hölle. Es brennt das Hirn. Es rülpsen die Würmer. Aber mein war die Rache und das Radio, so wie ihr euch berauscht an dem Sündiger. And you are listening to Radio Inferno. Jetzt noch das Wetter von morgen. You believe the dead are returning to life and attacking the living. I'm not so sure what to believe. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla bla. Im Rücken die Ruinen von Europa. Die Glocken läuteten das Staatsbegräbnis ein, Mörder und Witwe ein Paar. Im Stechschritt hinter dem Sarg des hohen Kadavers die Räte. Heulend in schlecht bezahlter Trauer. Wer ist die Leiche im Leichenwagen? Um wen hört man viel schreien und klagen? Die Leiche ist eines Großen. Gebers von Almosen. Das Spalier der Bevölkerung. Werk seiner Staatskunst. Er war ein Mann, nahm alles nur von allen. Ich stoppte den Leichenzug, stemmte den Sarg mit dem Schwert auf, dabei brach die Klinge, mit dem stumpfen Rest gelang es,
und verteilte den toten Erzeuger. Fleisch und Fleisch gesellt sich gern. An die umstehenden Elendsgestalten. Die Trauer ging in Jubel über. Der Jubel in Schmatzen. Auf dem leeren Sarg besprang der Mörder die Witwe. Soll ich dir hinaufhelfen, Onkel? Mach die Beine auf, Mama. Ich legte mich auf den Boden und hörte die Welt ihre Runden drehen im Gleichschritt der Verwesung. I'm good, Hamlet. Give me a cause for grief. Ah, the whole globe for real sorrow. Richard the Third, I, the prince-killing king. O my people, what have I done unto thee? Wie einen Buckel schlepp ich mein schweres Gehirn. Zweiter Clown im kommunistischen Frühling. Something is rotten in this age of hope. Let's delve in earth and blow her at the moon. Hier kommt das Gespenst, das mich gemacht hat. Das Beil noch im Schädel. Du kannst deinen Hut aufbehalten. Ich weiß, dass du ein Loch zu viel hast. Ich wollte, meine Mutter hätte eines zu wenig gehabt, als du im Fleisch warst. Ich wäre mir erspart geblieben. Man sollte die Weiber zunähen, eine Welt ohne Mütter. Wir könnten einander in Ruhe abschlachten und mit einiger Zuversicht, wenn uns das Leben zu lang wird oder der Hals zu eng für unsere Schreie. Was willst du von mir? Hast du an einem Staatsbegräbnis nicht genug, alter Schnorrer? Hast du kein Blut an den Schuhen? Was geht mich deine Leiche an? Sei froh, dass der Henkel heraussteht, vielleicht kommst du in den Himmel. Worauf wartest du? Die Hähne sind geschlachtet, der Morgen findet nicht mehr statt. Soll ich, weil's Brauch ist, ein Stück Eisen stecken in das nächste Fleisch oder ins übernächste, mich dran zu halten, weil die Welt sich dreht? Herr, brich mir das Genick im Sturz von einer Bierbank. There is no help. Da ist keine Hölle, kein Inferno. Nie rufen Gespenster. Was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. There is no hell. Da ist keine Hölle. Komplex gebaute Stoffe, die Lebewesen zerfallen unter Entwicklung, zum Teil stinkende Verbindungen, von denen einzeln ausgesprochene Giftwirkung besitzen, in einfachste chemische Verbindungen, waren stickstoffhaltige Substanzen wie Eiweißstoffe vom Fallnisbakterien enzymatisch abgebaut werden. Was zur völligen Mineralisierung dessen führt, was einst Körper war und im Prinzip keinen anderen Vorgang darstellt, aus welchem Gemeinhin und Gedärmen geschieht, was heißen wir, die Erde verdaut ihre Toten. There is no hell. Da ist keine Hölle, nur von ferne Radiophonie. Höllenmaschine, Wunschapparat, wie in euren Ohren. Wie ich, wie ein giftig stinkender Wurm, mich in euer Hirn fresse, in euren Gaumen und Hirnwindungen wandere. Mich dort schmatzen ergehe und dann übergebe in der Fleischhölle eurer Hirne, wo in dreckiges Fleisch geschrieben steht, was ihr gehört habt von der Hölle, Hölle, Hölle. There is no hell! Aus der Traum. Thank you.
2. Mai 2095 um 0900 Standardzeit trafen sich die Vertreter der 12 weltgrößten Konzerne zu einem Gipfeltreffen in Madrid, um über die Zukunft der Welt im Allgemeinen und ihre zukünftigen Gewinne im Besonderen zu entscheiden. In den Führungsetagen von Wirtschaft und Industrie war man schon seit längerem zu der Feststellung gelangt, nur mit harten, drakonischen Maßnahmen die Besitzstände wahren zu können. Sorgen bereiteten vor allem die Politiker der gemäßigten Linken, die eine gerechte Verteilung aller Ressourcen forderten. Es musste der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 5% der Erdbevölkerung über 90% des Gesamtvermögens besaßen. Konsumenten wurden bei dieser Quote nicht mehr benötigt. Gezielt lancierte Konflikte in den Ländern der dritten und vierten Welt erzeugten zwar Hungersnöte, die eine gewisse Ausdünnung der Bevölkerung mit sich brachten, lösten aber das Gesamtproblem nicht nachhaltig. Unter der Leitung der führenden Industriestaaten wurde in mehreren Geheimkonferenzen eine Aufteilung der Welt in 10 Sektoren beschlossen. Pro Sektor war eine Megacity vorgesehen. Die 10 Megacities verwalteten die Welt gemeinsam. Geschützt von der Außenwelt waren die Stadtstaaten nur der Elite aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur vorbehalten. Diese selbsternannte Elite gab sich den hehren Namen Leistungsträger. Am 2. Februar 2102 waren alle Vorbereitungen abgeschlossen. Die Bartholomäusnacht von 1572, auch bekannt als Pariser Bluthochzeit, diente als Vorbild, als am 20. März 2102 in einer von langer Hand vorbereiteten globalen Aktion alle oppositionellen Politiker, Intellektuelle und Verfassungstreue nur nicht mehr benötigte Militärs eliminiert wurden. Vollkommen ohne Führung brach die staatliche Ordnung in fast allen Ländern innerhalb kürzester Zeit zusammen. Diese Jahre der großen Veränderung gingen in die Geschichtsbücher der Leistungsträger als die große Wende ein. Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden, der Kragen scheuert am Hals. Ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich habe einen Termin beim Chef, in Gedanken nenne ich ihn Nummer 1. Sein Büro ist in der 4. Etage, oder war es die 20.? Kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die Nachricht von meinem Termin beim Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht, einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte und ziehe den Knoten fest. Ich hätte gern einen Spiegel, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann, um möglich einen Fremden zu fragen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Die Krawatten der anderen Männer im Fahrstuhl sitzen fehlerfrei. Einige von ihnen scheinen miteinander bekannt zu sein. Sie reden leise über etwas, wovon ich nichts verstehe. Immerhin muss ihr Gespräch mich abgelenkt haben. Beim nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhltür mit Schrecken die Zahl 8. Ich bin zu weit gefahren. Oder ich habe mehr als die Hälfte der Strecke noch vor mir. Entscheidend ist der Zeitfaktor. 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Als ich das letzte Mal auf meine Armbanduhr geblickt habe, zeigte sie 10. Ich erinnere mich an mein Gefühl der Erleichterung. Noch 15 Minuten bis zu meinem Termin beim Chef. Beim nächsten Blick war es nur 5 Minuten später, als ich jetzt zwischen der 8. und 9. Etage wieder auf meine Uhr sehe, zeigt sie genau 14 Minuten und 45 Sekunden nach der 10. Stunde an. Mit der wahren Pünktlichkeit ist es vorbei. Die Zeit arbeitet nicht mehr für mich. Schnell überdenke ich meine Lage. Ich kann beim nächsten möglichen Halt aussteigen und die Treppe hinunterlaufen, 3 Stufen auf einmal bis zur 4. Etage. Wenn es die falsche Etage ist, bedeutet das natürlich einen vielleicht uneinholbaren Zeitverlust. Ich kann bis zur 20. Etage weiterfahren und, wenn sich das Büro des Chefs dort nicht befindet, zurück in die 4. Etage, vorausgesetzt der Fahrstuhl
Rollstuhl fährt nicht aus. Oder die Treppe hinunterlaufen, 3 Stufen auf einmal, wobei ich mir die Beine brechen kann oder den Hals, gerade weil ich es eilig habe. Ich sehe mich schon auf einer Bahre ausgestreckt, die auf meinen Wunsch in das Büro des Chefs getragen und vor seinem Schreibtisch aufgestellt wird, immer noch dienstbereit, aber nicht mehr tauglich. Vorläufig spitzt sich alles auf die durch meine Fahrlässigkeit im Voraus nicht beantwortbare Frage zu, in welcher Etage der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, mit einem wichtigen Auftrag auf mich wartet. Es muss ein wichtiger Auftrag sein. Warum sonst lässt er ihn nicht durch einen Untergebenen erteilen? Ein schneller Blick auf die Uhr klärt mich unwiderlegbar über die Tatsache auf, dass es auch für die einfache Pünktlichkeit seit langem zu spät ist. Obwohl unser Fahrstuhl, wie beim zweiten Blick zu sehen, die 12. Etage noch nicht erreicht hat. Der Stundenzeiger zeigt auf 10, der Minutenzeiger auf 50, auf die Sekunden kommt es schon länger nicht mehr an. Mit meiner Uhr scheint etwas nicht zu stimmen. Aber auch für einen Zeitvergleich ist keine Zeit mehr. Ich bin, ohne dass ich bemerkt habe, wo die anderen Herren ausgestiegen sind, allein im Fahrstuhl. Mit einem Grauen, das in meine Haarwurzeln greift, sehe ich auf meiner Uhr, von der ich den Blick jetzt nicht mehr losreißen kann, die Zeiger mit zunehmender Geschwindigkeit das Ziffernblatt umkreisen, sodass zwischen Lidschlag und Lidschlag immer mehr Stunden vergehen. Mir wird klar, dass schon lange etwas nicht gestimmt hat. Mit meiner Uhr, mit diesem Fahrstuhl, mit der Zeit. Ich verfalle auf wilde Spekulationen. Die Schwerkraft lässt nach. Eine Störung, eine Art stotternde Erdrotation, wie ein Wadenkrampf beim Fußball. Ich bedauere, dass ich von Physik zu wenig weiß, um den schreienden Widerspruch zwischen der Geschwindigkeit des Fahrstuhls und dem Zeitablauf, den meine Uhr anzeigt, in Wissenschaft auflösen zu können. Warum habe ich in der Schule nicht aufgepasst oder die falschen Bücher gelesen? Poesie statt Physik. Die Zeit ist aus den Fugen und irgendwo in der 4. oder in der 20. Etage, das Ruder schnallt wie ein Messer durch mein fahrlässiges Gehirn, wartet in einem wahrscheinlich weitläufigen und mit einem schweren Teppich ausgelegten Raum hinter seinem Schreibtisch, der wahrscheinlich an der hinteren schmalen Seite des Raums dem Eingang gegenüber aufgestellt ist, mit meinem Auftrag der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, auf mich versage. Vielleicht geht die Welt aus dem Leim. Und mein Auftrag, der so wichtig war, dass ihn der Chef mir in Person erteilen wollte, ist schon sinnlos geworden durch meine Fahrlässigkeit. Gegenstandslos in der Sprache der Ämter, die ich so gut gelernt habe, überflüssige Wissenschaft bei den Akten, die niemand mehr einsehen wird, weil er gerade die letzte mögliche Maßnahme gegen den Untergang betraf, dessen Beginn ich jetzt erlebe, eingesperrt in diesen verrückt gewordenen Fahrstuhl mit meiner verrückt gewordenen Armbanduhr. Verzweifelter Traum im Traum. Ich habe die Fähigkeit, einfach indem ich mich zusammenrolle, meinen Körper in ein Geschoss zu verwandeln, das die Decke des Fahrstuhls zu schlagen, die Zeit überholt. Kaltes Erwachen im langsamen Fahrstuhl zum Blick auf die rasende Uhr. Ich stelle mir die Verzweiflung von Nummer 1 vor. Sein Selbstmord, sein Kopf, dessen Porträtalarmstuben ziert auf dem Schreibtisch, Blut aus einem schwarzrandigen Loch, in der wahrscheinlich rechten Schläfe. Ich habe keinen Schuss gehört, aber das beweist nichts. Die Wände seines Büros sind natürlich schalldicht. Mit Zwischenfällen ist beim Bau gerechnet worden. Und was im Büro des Chefs geschieht, geht die Bevölkerung nichts an. Die Macht ist einsam. Ich verlasse den Fahrstuhl beim nächsten Halt und stehe ohne Auftrag. Den nicht mehr gebrauchten Schlips immer noch lächerlich unter mein Kinn gebunden auf einer Dorfstraße in Peru. Trockener Schlamm mit Fahrspuren. Auf beiden Seiten der Straße greift eine kahle Ebene mit seltenen Grasnarben und Flecken von grauem Gebüsch undeutlich nach dem Horizont, über dem ein Gebirge im Dunst schwimmt. Links von der Straße ein Barackenbau. Er sieht verlassen aus. Die Fenster, schwarze Löcher mit Glasresten. Vor einer Plakatwand mit Reklamen für Produkte einer fremden Zivilisation stehen 2 riesige Einwohner. Von ihren Rücken geht eine Drohung aus. Ich überlege, ob ich zurückgehen soll. Noch bin ich nicht gesehen worden, nie hätte ich gedacht, während meines verzweifelten Aufstiegs zum Chef, dass ich Heimweh nach dem Fahrstuhl empfinden könnte, der mein Gefängnis war. Wie soll ich meine Gegenwart in diesem Niemandsland erklären? Ich habe keinen Fallschirm vorzuweisen, kein Flugzeug oder Autowrack. Wer kann mir glauben, dass ich aus einem Fahrstuhl nach Peru gelangt bin, vor und hinter mir die Straße von der Ebene flankiert, die nach dem Horizont greift? Wie soll überhaupt eine Verständigung möglich sein? Ich kenne die Sprache dieses Landes nicht. Ich könnte genauso gut taubstumm sein. Besser, ich wäre taubstumm. Vielleicht gibt es Mitleid in Peru. Mir bleibt nur die Flucht ins hoffentlich Menschenleere. Vielleicht vor einem Tod in einen anderen. Aber ich ziehe den Hunger, die Messer des Mörders vor. Mittellos mich freizukaufen, bin ich in jedem Fall mit meiner geringen Barschaft in der fremden Währung. Nicht einmal im Dienst zu sterben, ist mir vom Schicksal vergönnt. Meine Sache ist eine verlorene Sache. Angestellt eines gestorbenen Chefs, der ich bin, mein Auftrag beschlossen in seinem Gehirn, das nichts mehr herausgibt, bis die Tresore der Ewigkeit geöffnet werden, um deren Kombination die Weisen der Welt sich abmühen auf dieser Seite des Todes. Hoffentlich nicht zu spät löse ich meinen Schlipsknoten, dessen korrekter Sitz mich so viel Schweiß gekostet hat, auf meinem Weg zum Chef und lasse das auffällige Kleidungsstück in meiner Jacke verschwinden. Beinahe hätte ich es weggeworfen. Eine Spur.
Im Umdrehen sehe ich zum ersten Mal das Dorf, Lehm und Stroh. Durch eine offene Tür, eine Hängematte, kalter Schweiß bei dem Gedanken, ich könnte von dort aus beobachtet worden sein, aber ich kann kein Zeichen von Leben ausmachen. Das einzig Bewegte, ein Hund, der in einem qualmenden Müllhaufen wühlt. Ich habe zu lange gezögert. Die Männer lösen sich von der Plakatwand und kommen schräg über die Straße auf mich zu. Zunächst ohne mich anzusehen. Ich sehe die Gesichter über mir. Undeutlich schwarz das eine, die Augen weiß, der Blick nicht auszumachen. Die Augen sind ohne Pupillen. Der Kopf des anderen ist aus grauem Silber. Ein langer, ruhiger Blick aus Augen, deren Farbe ich nicht bestimmen kann. Etwas Rotes schimmert darin. Durch die Finger der schwer herabhängenden rechten Hand, die ebenfalls aus Silber zu bestehen scheint, läuft ein Zucken. Die Blutbahnen leuchten aus dem Metall. Der Silberne geht hinter mir vorbei, dem Schwarzen nach. Meine Angst verfliegt und macht einer Enttäuschung Platz. Bin ich nicht einmal ein Messer wert? Oder den Würgegriff von Händen aus Metall? Lag in dem ruhigen Blick, der 5 Schritte lang auf mich gerichtet war, nicht etwas wie Verachtung? Worin besteht mein Verbrechen? Die Welt ist nicht untergegangen, vorausgesetzt, dass hier ist keine andere Welt. Wie erfüllt man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser wüsten Gegend jenseits der Zivilisation? Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs vorgeht? Keine Wissenschaft der Welt wird meinen verlorenen Auftrag aus den Hirnfasern des Verewigten zerren. Mit ihm wird er begraben. Das Staatsbegräbnis, das vielleicht jetzt schon seinen Gang nimmt, garantiert die Auferstehung nicht. Etwas wie Heiterkeit breitet sich in mir aus. Ich nehme die Jacke über den Arm und knöpfe das Hemd auf. Mein Gang ist ein Spaziergang. Vor mir läuft der Hund über die Straße. Eine Hand quer in der Schnauze. Die Finger sind mir zugekehrt. Sie sehen verbrannt aus. Mit einer Drohung, die nicht mich meint, kreuzen junge Männer meinen Weg. Wo die Straße in die Ebene ausläuft, steht in einer Haltung, als ob sie auf mich gewartet hat. Eine Frau. Ich strecke die Arme nach ihr aus. Wie lange haben sie keine Frau berührt? Und höre eine Männerstimme sagen, diese Frau ist die Frau eines Mannes. Der Ton ist endgültig und ich gehe weiter. Als ich mich umsehe, streckt die Frau die Arme nach mir aus und entblößt ihre Brüste. Auf einem grasüberwachsenen Bahndamm basteln 2 Knaben an einer Kreuzung aus Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht. Ich, Europäer, sehe mit dem ersten Blick, dass ihre Mühe verloren ist. Dieses Fahrzeug wird sich nicht bewegen, aber ich sage es den Kindern nicht. Arbeit ist Hoffnung. Und gehe weiter in die Landschaft, die keine andere Arbeit hat, als auf das Verschwinden des Menschen zu warten. Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich werfe meine Kleider ab. Auf das Äußere kommt es nicht mehr an. Irgendwann wird der andere mir entgegenkommen. Der Antipode. Der Doppelgänger mit meinem Gesicht aus Schnee. Einer von uns wird überleben. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut. Von Leuten, die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nicht angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Bühnenarbeiter stellen vom Hamlet-Darsteller unbemerkt einen Kühlschrank und 3 Fernsehgeräte auf. Geräusch der Kühlanlage, 3 Programme ohne Ton. Die Dekoration ist ein Denkmal. Es stellt in 100-facher Vergrößerung einen Mann dar, der Geschichte gemacht hat. Die Versteinerung einer Hoffnung, sein Name ist auswechselbar. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt.
Das Denkmal liegt am Boden, geschleift 3 Jahre nach dem Staatsbegräbnis des Gehassten und Verehrten von seinen Nachfolgern in der Macht. Der Stein ist bewohnt. In den geräumigen Nasen- und Ohrlöchern, Haut- und Uniformfalten des zertrümmerten Standbilds haust die ärmere Bevölkerung der Metropole. Auf den Sturz des Denkmals folgt nach einer angemessenen Zeit der Aufstand. Mein Drama, wenn es noch stattfinden würde, fände in der Zeit des Aufstands statt. Der Aufstand beginnt als Spaziergang gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. Die Straße gehört den Fußgängern. Hier und da wird ein Auto umgeworfen. Angsttraum eines Messerwerfers. Langsame Fahrt durch eine Einbahnstraße auf einen unwiderruflichen Parkplatz zu, der von bewaffneten Fußgängern umstellt ist. Polizisten, wenn sie im Weg stehen, werden an den Straßenrand gespült. Wenn der Zug sich dem Regierungsviertel nähert, kommt er an einem Polizeikordon zum Stehen. Gruppen bilden sich, aus denen Redner aufsteigen. Auf dem Balkon eines Regierungsgebäudes erscheint ein Mann mit schlecht sitzendem Frack und beginnt ebenfalls zu reden. Wenn ihn der erste Stein trifft, zieht auch er sich hinter die Flügeltür aus Panzerglas zurück. Aus dem Ruf nach mehr Freiheit wird der Schrei nach dem Sturz der Regierung. Man beginnt, die Polizisten zu entwaffnen. Stürmt 2, 3 Gebäude, ein Gefängnis, eine Polizeistation, ein Büro der Geheimpolizei. Hängt ein Dutzend Handlanger der Macht an den Füßen auf. Die Regierung setzt Truppen ein. Panzer. Mein Platz, wenn mein Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten der Front. Zwischen den Fronten, darüber. Ich stehe im Schweißbruch der Menge und werfe Steine auf Polizisten, Soldaten, Panzer, Panzerglas. Ich blicke durch die Flügeltür aus Panzerglas auf die andringende Menge und rieche meinen Angstschweiß. Ich schüttle von Frechheit gewürgt meine Faust gegen mich, der hinter dem Panzerglas steht. Ich sehe, geschüttelt von Furcht und Verachtung in der andringenden Menge mich. Schaum vor meinem Mund, meine Faust gegen mich schütteln. Ich hänge mein uniformiertes Fleisch an den Füßen auf. Ich bin der Soldat im Panzerturm. Mein Kopf ist leer unter dem Helm, der erstickte Schrei unter den Ketten. Ich bin die Schreibmaschine. Ich knüpfe die Schlinge, wenn die Redelsführer aufgehängt werden. Ziehe den Schemel weg, breche mein Genick. Ich bin mein Gefangener. Ich füttere mit meinen Daten die Computer. Meine Rollen sind Speichel und Spucknapf, Messer und Wunde, Zahn und Gurgel, Hals und Strick. Ich bin die Datenbank. Blutend in der Menge. Aufatmend hinter der Flügeltür. Bordschleim absondernd in meiner schalldichten Sprechblase über der Schlacht. Mein Drama hat nicht stattgefunden. Das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot. Einig mit meinem ungeteilten Selbst. Gegen 21.30 Uhr vor dem Kaufhaus Wertheim am Kurfürstendamm. Der Demonstrationszug ist in Richtung Gedächtniskirche abgezogen.
Zwei junge Männer werfen mit Steinen zwei kleine Glasvitrinen ein. Plötzlich lösen sich aus der Zuschauermenge zwei ältere Männer in Zivilkleidung und stürzen sich auf die Steinewerfer. Eine Schusswaffe wird entsichert und dem Festgenommenen seitlich an den Kopf gehalten. Hey, hier! Still bleiben! Komm mit, Hitler! Ich schieße! Ich mach keinen Spaß! Polizei! Könnt ihr daher sehen? Alle her! Hey, hau mich da raus, ey! Hey, halt stopp hier! Ey, schieße! Hau mich raus, Jungs! Auf die Stange weg, ja? Jahres 1922 nahm ich heuer auf dem 6.000-Tonnen-Dampfer aus Kawa, gebaut 4 Jahre vorher für $2 Millionen von der United States Shipping Board. In Hamburg nahmen wir Fracht, Champagner und Liköre nach Rio. Da die Löhnung schlecht war, empfanden wir das Bedürfnis, unseren Kummer in Alkohol zu ersäufen. So nahmen einige Kisten mit Champagner den Weg in die Mannschaftsräume. Aber auch in den Offiziersräumen, selbst auf der Brücke und im Kartenraum, hörte man schon 4 Tage hinter Hamburg das Klingen der Gläser und die Gesänge sorgloser Leute.
Mehrere Male irrte das Schiff von seinem Kurs ab. Dennoch erreichten wir durch allerhand günstige Umstände Rio de Janeiro. Unser Schiff erzählte 100 Kisten Champagner weniger beim Ausladen. Da er jedoch keine bessere Mannschaft fand in Brasilien, musste er sich weiter mit uns behelfen. Wir luden über 1000 Tonnen Gefrierfleisch für Hamburg. Tage auf See übermannte uns wieder der Kummer über die schlechte Löhnung, das unsichere Alter. Und einer von uns schüttete in der Verzweiflung viel zu viel Öl in die Kessel. Und das Feuer schlug aus dem Schornstein über das Oberschiff, sodass Boote, Brücke und Kartenraum abbrannten. Um nicht zu sinken, beteiligten wir uns an der Löschung. Aber grübelnd über die schlechte Löhnung, ungewisse Zukunft, strengten wir uns nicht allzu sehr an, um sehr viel vom Deck zu retten. Es war leicht, wieder aufzubauen mit einigen Kosten. Sie hatten ja genug Geld gespart an unserer Löhnung. Allzu große Mühen in der Mitte des Lebens machen die Männer rasch alt und untüchtig zum Lebenskampf. So brannten, weil wir unsere Kraft sparen mussten, eines schönen Tages die Dynamos aus. Die Pflege brauchen, welche von unlustigen Leuten nicht geliefert wird. Wir waren jetzt ohne Licht. Zuerst benutzten wir Öllampen, um nicht mit anderen Schiffen zusammenzustoßen. Aber ein müder Maat, entmutigt durch den Gedanken an sein freudloses Alter, warf die Lampen, um Arbeit zu sparen, über Bord. Zeit. Ein wenig vor Madeira fing das Fleisch an zu stinken im Kühlraum. Durch das Versagen der Dynamos. Unglücklicherweise pumpte ein zerstreuter Matrose statt des Schlagwassers beinahe alles Frischwasser aus. Es gab noch zum Trinken, aber nicht mehr genug für die Kessel. Wir mussten also für den Dampf Salzwasser nehmen und dadurch wiederum wurden die Röhren mit Salz verstopft. Sie zu reinigen kostete allerhand Zeit. Es wurde 7 Mal nötig. Dann gab's Bruch im Maschinenraum. Grinsend flickten wir es wieder zusammen. Die Oscava schleppte sich langsam nach Madeira. Dort war keine Gelegenheit, Reparaturen zu machen von dem Umfang, wie es jetzt schon nötig geworden war. Wir nahmen nur etwas Wasser auf, einige Lampen und ein wenig Öl für die Lampen. Die Dynamos waren scheinbar vollständig ruiniert. Infolgedessen arbeitete das Kühlsystem nicht und der Gestank des faulenden Gefrierfleisches wurde unerträglich für unsere angegriffenen Nerven. Der Schiffer ging nur noch mit einem Revolver an Bord herum. Ein Zeichen beleidigenden Misstrauens. Einer von uns, über diese unwürdige Behandlung außer sich, ließ endlich einen Schuss Dampf in die Kühlröhren, damit das verdammte Fleisch wenigstens gekocht wurde. An diesem Nachmittag saß die ganze Mannschaft und rechnete fleißig, was die Ladung den United States kosten würde. Doch vor Ende der Reise gelang es uns, unseren Rekord sogar zu verbessern. An der Küste von Holland fiel das Brennöl plötzlich aus, sodass wir unter großen Kosten nach Hamburg abgeschleppt werden mussten. Das stinkende Fleisch machte unserem Schiffer noch viel Sorge. Das Schiff kam auf den Knochenhof. Jedes Kind meinten wir konnte so sehen, dass unsere Löhnung wirklich zu klein gewesen war. Fernsehen, der tödliche Ekel.
am präparierten Geschwätz, am verordneten Frohsinn. Wie schreibt man Gemütlichkeit? Unseren Täglichmord gib uns heute, denn dein ist das Nichts. An den Lügen, die geglaubt werden, von den Lügnern und niemandem sonst. An den Lügen, die geglaubt werden. An den Visagen der Macher gekerbt. Vom Kampf um die Posten, Stimmen, Bankkonten. Ein Sichelwagen, der von Pointen blitzt. Geh ich durch Straßen, Kaufhallen, Gesichter mit den Narben der Konsumschlacht. Ohne Würde. Ohne die Würde des Messers, des Schlagrings, der Faust. Die erniedrigten Leiber der Frauen, Hoffnung der Generationen, in Blut, Feigheit, Dummheit erstickt. Gelächter aus toten Bäuchen. Heil Coca-Cola, ein Königreich für einen Mörder. Ich war Macbeth. Der König hatte mir sein drittes Kebsweib angeboten. Ich kannte jedes Muttermal auf ihrer Hüfte. Aufstand der Hölle, Trepanation des Schädels Erde. Er schreit, bevor er platzt in tausendpunktige Frequenzen. That will be the day, denn so wie das Leben eine Maschine zur Herstellung von Tod ist, so ist der Tod ein Speicherproblem, zu dessen Lösung der humanoide Endlagerplatz eines Infernos sozusagen von Natur aus nicht auf alle Zeiten den Apfel des Lebens wird fassen können, weshalb an jedem Tage zu hören sein wird, wie die vorher schon unter den Schritten wabernde Kruste der Erde aufbricht, der Asphalt unser steter Risse bekommt, die Spiegel zerbersten, die Lautsprecher der Radios wird es zerfetzen und aus den Spalten und Rissen und Splittern werden Tote auferstehen und den immer noch Lebenden zurufen. Was es mir jetzt ist, das waren wir, und wir jetzt sind, das wirst du sein. Und die halbverfaulten Leiber und ewig wiederkehrenden Gesänge werden zu einer plötzlich einsetzenden Musik als wabernde Masse Hypnagoga-Fleischhaufen aus allen Öffnungen herausquellen und Dezibel für Dezibel und sie die Muscheln kriechen und hinter dem Gang übers Fell uns kitzeln, sodass Hammer und Amboss widerhallen in den Felsenbeinen, Pyramiden und Labyrinthen des Ohrs, wo das, was einstmals Hölle war, endlich in und über uns zusammenkrachen und sich wie weißes Rauschen mehr hoch von den Ohren aus nach innen über die Schädel und die ganze weite Erde ergießen wird, wie ein fleischgewordener, stinkender Mode aus zerquetschten Hirnen, goldenen Zähnen, nicht rostenden Herzschrittmachern, noch zuckenden Muskeln, blutendem Fleisch und halb verwestem, ranzigen Fettsand, Knochensplittern und Exkrementen. Es wird der Tag sein, wo die Schädel platzen und die Erde endgültig und halb nur verdaut die Leiber der Menschen herauskotzt. Aus der Traum. Listen to me. Als das Bewusstsein wiederkehrte. Al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà dei bucognati che di tristizia tutto mi confuse. Novi tormenti, novi tormentati, mi veggio intorno come ch'io mi muova, ch'io mi volga e come ch'io guati. It's still Good Friday night, and this is still John Peel, and Dante is still on his way. As he wakes, he finds himself in the third circle, where the gluttonous lie wallowing in the mire, drenched by perpetual cold rain and mauled by the three-headed dog Cerberus.